Oh Junge, willkommen zurück bei Super Mario 64, die Rache der anderen, meine ich. Wir sind auf der Suche nach 8 roten Münzen und wer könnte sie uns vergünsten? Und deswegen gehen wir mal einfach mal hier, kommen wunderbar diesen Berg hoch. Weil das ist das Einzige, wo wir uns noch nicht gescheit umgeschaut haben. Vermute ich. Also ich glaube, dass ich da unten alles hab. Ich denke, dass die fehlenden beiden wirklich irgendwo hier oben sind. Und hier haben wir zum Beispiel eine Schräge, bei der wir noch nicht waren. Und sie gibt uns Unsichtbarkeit. Wofür ist die denn gut hier? Das ist bestimmt irgendwas mit der letzten Münze zu tun. Aber bis auf diese Buhwand weiter unten habe ich bisher noch nichts anderes gesehen. Und da brauchst du eigentlich eine Flügelkappen-Unsichtbarkeit. Da ist ein Ei. Brauchst du gar nicht. Ja, jetzt stehe ich hier, ich Arsch mit Ohr und ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das so eine Super Mario 65 The Rainbow Stars Geschichte, wo ich sterbe. Das wollte ich gar nicht. Fuck! Nein! Wenigstens bin ich im Wasser gelandet. Ha, da sind die Blumen wieder ganz fröhlich. Oh, komm mal, gib mir ein bisschen was von deiner Positivität ab. Hallo. Ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus. Es ist bestimmt bei diesem Mario Galaxy Abschnitt, da ist bestimmt nochmal eine rote Münze. So wie damals bei Super Mario 65 Rainbow Stars nach einem schwierigen Sprungpassage, befindet sich eine rote Münze direkt neben einem Stern, sodass du diese schwierige Sprungpassage mindestens zweimal machen musst in deinem Leben. Ja, was sehr nett ist. Tja, jetzt sind wir hier wieder hier unten. Ich habe noch eine Kiste hier. Die habe ich dann, hatte ich die. Ich musste ja nochmal von vorne anfangen, deswegen haben wir wieder 4 Leben. Die hat man letztes Mal, glaube ich, auch zertrümmert. Also das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Down! Ich habe keine Idee mehr. Also ich könnte jetzt noch mal gucken, was haben wir hier für Kisten. Kann man eventuell noch welche zerdeppern. Befindet sich unter einer Kiste oder in einer Kiste das letzte Ei. Das könnte ich mir eigentlich sogar sehr gut vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob wir uns die Kisten beim letzten Mal gut angeschaut haben. Diese Kiste hingegen werden wir ignorieren. Sie hat uns ins Verderben gestürzt beim letzten Mal. Die hat uns richtig ausgelacht. Das fand ich gemein. Die hat uns richtig ins Gesicht gelacht. Richtig ins Gesicht gepisst. Ihr habt uns ins Gesicht gepisst. Ach ja. Ich mag YouTube-Poop-Zitate. Wasser wäre noch eine Idee, oder? Lass mal einfach noch mal ein bisschen schwimmen gehen. Weil auch auf dem Grund des Sees haben wir uns noch nicht so wirklich gut umgeschaut, oder? Also es gab halt eins. Es gab halt ein Ei. Ich werd bekloppt. Es gibt 2 Eier. Oha. Wo ist das jetzt? Ist das? Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Ach, das ist unterhalb von. Ah ja, ich glaube, wir sind immer hier ins Wasser geschwommen. Nee, hier runter sind wir geschwommen. Und dann bin ich nicht auf die Idee gekommen, einfach mal hier, wo man das sogar sieht, dass hier ein Eingang ist, einfach mal weiter zu schwimmen. Ah, ärgerlich. Wo ist denn jetzt der Stern erschienen? Ich habe nicht aufgepasst. Sorry. Ah, gut. Oh, ein Glück. Oh, er ist in der Nähe. Er ist in der Nähe. Er ist in der Nähe. Alles gut. Alles gut. Bam. Schön, wir haben einen weiteren Stern. Yippie. 15 Sterne, das heißt, wir haben unsere 3 Sterne schon gesichert. Ich kann eigentlich aufhören. Das war's. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk. Nicht, denn wir machen weiter. Wir gehen nochmal da rein. Jetzt denkt ihr euch, nanu, was hat die Sau denn jetzt vor? Er hat doch alle 7 Sterne. Und ich denke mir nur, nö. Da ist ja noch was. Da ist ja was ganz Tolles. Wir gehen nochmal zu den 8 Yoshi-Eiern. Da habe ich nämlich hier direkt die Flugkappe, ne? Genau. Ich will fliegen. Ich will fliegen. Fliegen und siegen. Wie der Mondstein. Yippie! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Hoffentlich komme ich rechtzeitig da hoch. Weil ich habe noch eine Rechnung offen. Ja, oh, meine Flugkappen-Hühnchen-Power ist ja dann weg. Egal, ich habe trotzdem eine Rechnung offen. Und du wirst dafür bezahlen, Frittenfriseur. Für diese Rechnung. Das schwöre ich dir. Weiß nicht, ob ich jetzt gerade einen total umständlichen Weg gehe. Aber das sollen andere beurteilen. Das könnt ihr beurteilen. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ja. Und abonniert den Daumen. Und aktiviert die Abo-Box oder so ähnlich. Ja, willkommen bei Mario 64, die Rache der Yandere. Okay. Das ist die Rechnung, die ich noch offen habe. Okay, gut zu wissen. Hier ist noch ein Stern. Falls wir das mit dem Tauchen nicht schaffen sollten, haben wir noch einen Stern hier. Das ist doch schon mal gut. Okay, was haben wir noch? Hier oben drum ist nichts mehr. So, was hat es in diesem... Also es gibt auf jeden Fall mehrere Sterne in diesem Schalterpalast. Das ist schon mal gut zu wissen. Habe ich hier nicht gerade im Wasser irgendwas? Ein Panzer. Damit könnte es natürlich schneller gehen. Ich werd bekloppt. Jetzt komme ich aber nicht mehr da durch, ne? Ah, so ein Ärger. Ich komme aber jetzt auch gar nicht mehr hoch. Och nö. Och nö. Oh, ich bin so ein Trottel. Aber damit könnte es schneller gehen. Okay. Tja. Nützt uns so leider nichts. Die lassen uns nicht mehr durch. Und jetzt ist er weg, der Panzer. Tja, schade war's. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Also, raus hier. Oh. Gut, okay. Zu dieser Rechnung kehren wir später zurück. Jetzt bin ich auch hier. Jetzt kann ich auch die dritte Welt suchen, oder? Mario geht in die dritte Welt. Das klingt irgendwie falsch. Der dritte Welt Mario. So. Auf geht's. Oh, wow. Wow. Wahoo. Wahwa. So, mal gucken, was es hier erwartet. Oh Gott, eine rote Wand. Oh Gott, noch eine rote Wand. Zwei rote Wände. Und ein Schlüssel. Ba, 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 ba. Ich brauche einen Schluessel. Das ist natürlich ein ganz schöner Schlamassel. Ah. Ist das zufällig? Das ist keine Lava. Die Wand ist Lava. Ja. Warum ich so wenige Abonnenten habe? Ganz einfach. Meine Abonnenten spielen furchtbar gerne das Spiel. Der Abo-Button... Nee, Quatsch, nicht meine Abonnenten. Das war jetzt falsch. Meine Zuschauer spielen unheimlich gerne das Spiel. Der Abo-Button ist Lava. Genau. Okay, wo könnte die dritte Welt sein? Mal überlegen. Wo könnte hier eine dritte Welt sein? Wo könnten überhaupt Welten sein? Wie bin ich denn zur Welt 1 und 2 gekommen? Die sehe ich jetzt hier noch nicht mehr. Ich glaube, da bin ich damals durch die Röhre, ne? Ich kenne mich noch nicht mal in der Oberwelt aus bisher. 5 Parts und ich kenne die Oberwelt noch nicht. Okay, gut. Wir müssen uns mehr hier aufhalten, fürchte ich. Genau, hier ist Welt 1. Und 1. Da ist Welt 2. Da ist eine Kanone. Wir können nicht ohne. Und dann ist doch das hier bestimmt. Welt 4, habe ich doch gesagt. Wo ist Welt 3? Ich will in meine Welt 3. Ohne meine Welt 3 gehe ich jetzt nicht heim. 5. Welt 5. Das wird ja immer bekloppter hier. Okay, hast du die 3 einfach vergessen? Höflich nachfragen wird ja drin sein, oder? Moment mal, das ist ein Wassergraben. Vielleicht ist im Wassergraben Welt 3. Ich arbeite wirklich darauf hin, dass das beim 3-Sterne-Glattschnitt bleibt. Juhu! Da ist Welt 3. Geflutete Fabrik. Erklemme den Fabrikturm. Oh. Oh, wie fröhlich.
Oh, wie auf dem Jahrmarkt. Oh, der Super Mario Jahrmarkt ist eröffnet. Juhu, wir hatten noch nie Schwerin nochmal. Oh, cool. Oh, cool. Oh, ich kann direkt wieder 100 Münzen sammeln. Was mache ich jetzt? Traditionell. Oh, schade. Das war nicht genug. Egal. Du hast hier jede Menge Münzen wieder verpackt. Ich kenne dich doch. Du bist fair, was Münzen angeht. Fair und transparent. Du machst das. Das weiß ich. Ich kenne doch meine Fritte. Juhu. Habe ich dir eigentlich jemals darauf geantwortet, wenn du mir irgendwas vorgeschlagen hast? Es tut mir immer schon leid. Ich glaube, du hast mich ein paar Mal auf Steam angeschrieben. Einmal wegen Rocket League, einmal wegen Golf für Fritte. Und irgendwie habe ich nie, ich glaube, ich habe nie darauf geantwortet. Kann das sein? Oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wenn ich so ein Arsch war, tut's mir leid. Aber mit Kindern habe ich immer eine gute Ausrede, nicht zu antworten. Nee. Wenn, dann war es keine böse Absicht. Yippie! Ah, schön! Ha, hier, Knuffzong! Ja, 53 Münzen, ne? Das ist doch was Schönes. Das ist doch was, woran wir alle Freude haben. So viele Münzen auf einmal. Ich kann ja eigentlich keinen 3-Sterne-Schnitt hier in diesem Let's Play erlauben, oder? Wie schnell wäre denn dann das Spiel rum schon wieder? Komm, 40 Sterne, dann sind doch wohl auch 40 Parts drin. Das wär's. Was haben wir da unten? Oh, das ist wieder, du willst wieder Unterwassertunnel-Spielchen machen. Will ich aber nicht. Das, wenn das wieder so eine fiese Fiesigkeit ist wie im blauen Schalterpalast, dann raste ich aber aus hier. Oh, du magst lange Unterwassertunnel, kann das sein? Du hast richtig Bock drauf. Oh Gott. Mein. Nein. Oh komm, das kannst du mir nicht zum zweiten Mal antun. Echt, das kannst du mir jetzt echt nicht zum zweiten Mal antun. Das kannst du mir jetzt wirklich nicht zum zweiten Mal antun. Bitte, 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 lass mich da oben Luft stoppen. Bitte, 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 bitte. Ah, bitte, 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 bitte. Gefühlt scheine ich gar nicht hochzukommen. Was ist denn da los? Oh, oh. Alles nur für eine rote Münze? Das kann ich mir kaum vorstellen. Nach den Strapazen erwarte ich jetzt hier aber mindestens einen Stern. Ja, 2 oder 3. Oder die restlichen... Wie viel fehlen noch? 25? Die restlichen 25 Sterne bitte jetzt alle hier hinpacken. Nach diesen Strapazen. Danke. Echt, was ist hier? Hier ist nichts? Hier ist bestimmt später was. Unter Garantie. Diese Sandbank da, die sieht so verräterisch aus. Das ist bestimmt eine spätere Mission, die dann irgendwie heißt, dauere durch den Tunnel. Oder irgendwie sowas. Also, ich glaube tatsächlich, dass sie so heißen wird. Dauere durch den Tunnel. Und ich glaube auch, dass du sie genau so schreiben wirst, wie ich das gerade ausspreche. So. Ja, das ist mit Sicherheit ist da ein Stern später. Und ich tauche hier durch, verliere Zeit, verliere meinen Sternschnitt und es ist dir so egal. Ich mag dich. Du willst mich leiden sehen. Ihr wollt mich alle leiden sehen. Aber wisst ihr was? Ich leide doch gerne für euch. Warum sollte ich mir diese Hacks sonst immer wieder antun? Ekusare wird allerdings hingegen schon mal langsam langweilig. Das ist der 5. Part. Wir drücken einfach nicht die F5-Taste in Kombination mit der F7-Taste. Mann, 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 Ekusare. Hast du eigentlich Bock darauf, diese Projekte dir anzugucken, wenn es da eh nichts zu zählen gibt? Müssen wir was machen, oder? Ich bin sicher, wir werden auch noch irgendwas machen. Also ich glaube immer noch, dass hier der Schwierigkeitsgrad ziemlich krass noch ansteigen wird. Oh. Das ist aber auch hier... Bin ich echt langsamer als vorhin? Vor eben war das doch nicht so knapp. Oh. Aber wenigstens läuft dabei immer schön fröhliche Jahrmarktmusik. Das finde ich immer noch super.
So, wie viele Minuten haben wir denn jetzt eigentlich? Auf 15? Ja, so, das ist ja langweilig. Nachher kann ich ja vielleicht sogar noch einen Stern schaffen. Vielleicht. Welcher soll es denn sein? Soll es der 100-Münzen-Stern sein? Jetzt sind wir irgendwie auch schon bei 64. So wie der Nintendo, auf dem das Originalspiel rauskam. So wie die 67, die Nachfolgekonsole von der Nachfolgekonsole von der Nachfolgekonsole vom Nintendo 64. Bei der PlayStation läuft es ja irgendwie darauf hinaus. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Gut, es gab keine PlayStation 1, sie hieß nur PlayStation. Und irgendwann gibt es vielleicht wirklich die PlayStation 64. Und dann zeigen sie Nintendo den Mittelfinger nochmal. Irgendwann im Jahr 3000 ist es soweit. Entweder das oder Philips hat bis dahin das Konsolenuniversum ein für alle Mal übernommen mit dem New CDI. Das wäre großartig. Ich will einen neuen CDI. Los. Danke, Philips. Danke. Ich bin sicher, ihr hört auf mich. Das kann gar nicht anders sein. Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt mal im Ernst, das dauert alles viel zu lange hier. Ich sehe auch gar nicht... Das könnte... Also, Entschuldigung. Warum stocke ich denn gerade so? Es könnten hier ziemlich fiese Sprungpassagen noch kommen, wenn ich das mir so mal angucke. Von der Höhe her reicht das nicht. Nee, okay. Das da, also ich glaube, das brauche ich gar nicht probieren. Aber wie komme ich denn sonst da hoch? Was hat das denn? Wie komme ich denn zum Beispiel auf diese Blöcke hier drauf? Aber allmählich muss mir mal was einfallen. Da oben ist eine Münze. Aber ich sehe jetzt gar nicht, wie ich auf diese Kiste... Warte mal. Da ist noch ein Schalter im Wasser gewesen, ne? Kann das eventuell sein, dass dann Kisten erscheinen? Dann bräuchte ich ja noch die Titanentappe auch noch, bevor ich hier reingehe. Und wo ich die finden soll, das weiß ich ja noch überhaupt gar nicht. Das wäre ja schon ziemlich fies. Aber das sieht so stark nach Titanenkappe hier aus. Aber hier geht's auch noch weiter. Oder war ich hier? Ne, hier war ich. Hier war dieser ominöse Schalter. So ein Mist. So ein Mist. Aber hier geht's auch noch weiter. Hier gibt's noch mehr Eingänge. Ich sollte mich noch weiter im Wasser umgucken. Hey, schwimm nicht weg. Was fällt dir ein? Ha, gar nichts fällt dir dazu mehr ein. Wie heißt eigentlich die erste Mission? Erklimme den Fabrikturm, denn da geht's doch schon los. Und die eine Münze gleich einfach liegen. Ich glaube, ich habe jetzt immer nur zwei eingesammelt von denen. Kann das sein? Gefühlt zumindest. Da unten ist noch eine Tür. Aber ich werde sowas von die Titanenkappe benötigen. Ja, aber ist das auch sowas? Ich hab noch gar keinen Ausrufezeichenblock dafür gesehen. Die müsste ja theoretisch auch irgendwo hier sein. Wenigstens läuft fröhliche Musik. Ein Glück, dass die wenigstens da ist. Ein ständiger Begleiter. Oh Gott. Oh, schön, ein Münzkreis. Oh, und noch eine. Also siehst du, hier gibt es ja zumindest Münzen ohne Ende, ne? Naja, so ein bisschen Ende ist schon drin.
Ey, wisst ihr was, wenn ich mich bei den blauen Münzschaltern nicht so angestellt hätte? Zwei hätte ich doch theoretisch kriegen können. Dann hätten wir es jetzt. Dann hätten wir noch einen Stern. Och, ist das ärgerlich. Wie schaffe ich das? Aber selbst wenn, es bringt mich ja nicht zu Münzen, es bringt mich nur zu einem weiteren Stern. Und den will ich jetzt wirklich bei neun ausbleibenden Münzen nicht einsammeln. Vielleicht schaffe ich es aber auch jetzt gar nicht mehr. Das kann halt auch sein. Aber noch werde ich die Flinte nicht ins Korn werfen. Suchen wir weiter. Hier ist ja auch noch was. Ja. Hier ist auch noch eine rote Münze. Schön. So, wie spät haben wir denn? Nicht, dass ich... Ah doch, ich habe schon überzogen. Okay, cool. Ja, dann würde ich mal sagen, beende ich den Part einfach mal an dieser Stelle. Versuche nochmal hier raufzukommen. Oh cool, hat sogar geklappt. Und dann, ja, schauen wir beim nächsten Mal, was hier drauf ist. Also bis dann, euer Weehawk.